Hallöchen, ihr Lieben, hier ist Dennis von Hertha TV. Wir sind hier heute vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen Köln. Da drückt man natürlich schon mal die Däumchen, aber wir sind nicht einfach nur so hier, sondern wir gucken uns heute auch mal an, wie die Rollstuhlfahrer eigentlich ins Stadion kommen. Darius kommt hier gleich rum, mit dem fahren wir dann zusammen da rein und ich werde tatsächlich selber auch im Rollstuhl sitzen, um mal zu erleben, wie das alles so ist. Ich bin gespannt. So, Freunde, und da sind wir auch schon mit Darius, Herthaner durch und durch, seit der Kindheit. Und hier haben wir schon dann quasi meinen Rollstuhl. Ich saß noch nie in einem Rollstuhl, ich habe keine Ahnung, wie das ist, deswegen, es wird absolut ungewohnt sein, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. So, zack, Beine hier raus. Da geht's schon los, ist hier irgendwo eine Bremse dran? Ja, schon, ja. Ich weiß nicht, ob die angebremst ist. Jetzt gerade ist die locker. Okay. Also eigentlich müsstest du jetzt losfahren können. Okay, was ist rauszugehen hier? So, so, so. Okay. Geht's los, ja? Wann geht's los? Vor dem Stadion. Du jetzt hier nicht so einen Affenzahn. Nee, nee. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel von Hertha BSC im Kronjahrstadion. Ist schon anstrengend, wa? Ja. Bei mir ist halt auch eine Unterstützung mit drin in meinen Rädern. Mhm. Wie bei so einem Fahrrad kann man sich vorstellen, wie so ein E-Bike. E-Bike? Genau. Hallo. Hi. Alter Schwede, das waren vielleicht 30, 40 Meter. Ich bin fix und alle, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Um dann barrierefrei reinzukommen, muss man halt erstmal rechts lang über den Kopfsteinpflaster. Das wird noch mal ein bisschen spannend. Genau. Genau, wenn du jetzt mehr hinten anfassen würdest, dann hast du ein bisschen mehr Kraft und könntest eventuell dann weiter gleiten quasi. Und, genau. Dann probiere ich das einfach mal. Ja. Also ich würde dir immer hinterher. Ja, genau, ich fahre einfach vor. Es ist, hier geht es halt schon bergauf. Ne? Normalerweise merkt man es nicht, wenn du hier einfach so hochläufst. Aber wenn du jetzt hier mit dem Rollstuhl hochfährst, ich werde den Muskelkater überhaupt kriegen. Und jetzt hier auch mit den ganzen Leuten. Bestimmt haben wir jetzt überstanden auf jeden Fall. Okay, dann ist schon mal gut. Ja. Mein Platz wäre jetzt weiter rechts, also müssen wir noch mal ein Stück weiter, dann, ja. Ja, alles gut. Ja, so ist es, die Anstrengung auch, aber vor allem auch, wenn man einfach viel, viel niedriger ist, als die Leute, die halt an einem vorbeilaufen. Man ist halt viel niedriger, manchmal wird man gar nicht gesehen und im Zweifel muss man halt erstmal abwarten, dass man halt dann da irgendwie durchkommt, also es ist wirklich sehr, sehr krass, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, Darius, hier sind deine Plätze? Genau, hier wäre jetzt mein Platz quasi, genau. Aber schön, genau noch ist gut. Gute Stimmung auf jeden Fall immer. Ja, sehr gut. Ja, cool, Mensch. Das ist halt schon geil, ja. Und wie lange gehst du jetzt schon zu Hertha? Also so seit der Kindheit hast du gesagt? Genau, von der Kindheit aus war ich erst mal mit 6, 7 Jahren mit meinem besten Kumpel und unsere Väter halt zusammen. Ja. Und seitdem halt immer mal wieder und seit 2014 habe ich die Dauerkarte und bin quasi, wenn es möglich ist, halt jeden Spieltag da. Wie ist es so, wenn ich fragen darf, seit wann sitzt du im Rollstuhl? Seit 8 Jahren jetzt. Ich hatte einen Badeunfall und im Badesee und bin seitdem querschnittgelähmt, relativ hoch. Hättest du irgendwie einen Wunsch, was irgendwie vielleicht noch ein bisschen besser sein könnte? Also was halt schon, wenn ich alleine unterwegs bin, vor allem der Kopfsteinpflaster ist halt schon ein bisschen, wie du selber mitbekommen hast, schwierig zu fahren. Ich weiß, dass Denkmalschutz halt immer ganz groß geschrieben wird, aber die Barrierefreiheit ist natürlich auch wichtig. Ja. Deswegen, wenn man da eine mobile Rampe hinstellen könnte. Ja. Genau. Jetzt muss man sich mal vorstellen, normalerweise kommt man halt einfach rein, geht dann da durch den Eingang rein, geht hier irgendwie zu seinen Plätzen. Aber ich habe jetzt gerade einfach mal erlebt, was hier Darius auf sich nimmt, um alleine hier wirklich auch zu seinen Plätzen zu kommen, wie anstrengend es tatsächlich ist. Und wie aufwendig das halt auch ist, weil er kann nicht halt einfach den direkten Weg nehmen, sondern muss tatsächlich erstmal außen rum, dass es darüber geht. Deswegen wirklich, du hast meinen allergrößten Respekt. Darius, vielen Dank, dass du das hier mitgemacht hast. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall, ja. Auf 3 Punkte.
der Stimmung her ist natürlich geil hier zu sitzen, würde ich sagen. Das ist echt cool. Ja.